Willkommen in meinem Vlog. Und heute im Wildpark. Wir fangen mit dem Vlog heute im Wildpark an. Das ist unser Ausflug heute. Etienne wollte bisher nicht. Na, die musste jetzt die ganze Zeit tragen, weil natürlich nicht in der Kaxe wollte. Und eigentlich ist er etwas müde. Ja, wir haben schon die ganze Zeit versucht, mit seinen Stangen zu locken, aber hat nichts gebracht. Naja, heute gehen wir ein bisschen Wildpark, wie ihr seht. Komm auf den Spielplatz! Ja, da hat er ein bisschen, aber mal hingefallen ist. Wir haben es geschafft. Wir sind gerade auf den Spielplatz weggekommen. Ja, wir haben es endlich geschafft, wegzukommen. Hallo! Wir haben bestimmt eine Stunde gebraucht. Wir sind jetzt hier im Gehege. Direkt im Gehege drin. Und keine Tiere. Wo ist denn deine Mütze, Schatz? Ja, noch mit drin. Komm mal her, wir machen mal eine Mütze auf. Etienne hat übrigens noch kein. Aua, kein Mittagsschlaf. Ja. Warte mal, komm hier. Ja, gestern hat er auch schon kein Mittagsschlaf gemacht. Und los! Ja, prima! Etienne hat gerade überlegt, ich nehme den größten Haufen, der da ist, und drehe da volle Möhre rein. Ich kotze gleich. Na, die machst schön brav, sag. Ich kotze gleich. Etienne, ist das Kacke? Das ist Kacke, das ist bäh! Du kannst nicht einfach den Kacke treten. Mami kotzt dich auf den Schuh. Boah, ich kotze gleich. Echt, das ist so abartig. Das stinkt so eklig. Ich weiß, ich dachte mal, Kinderkacker stinkt, aber das so betrifft alles. Wir gehen über das erste Hindernis. Die Schuhe sind weitgehend sauber. Naja. Weitgehend. So. Schaffst du es alleine? Ja, muss er. Da habe ich heute einen Floggen. Ja? Hey, dann habe ich nur dich drauf. Was? Oh, du bist das letzte Mal mit ihm hier rübergelaufen. Nicht hier. Tschüss. Geh. So. Oh, Schatz, das war. Oh, das komm, wackelt ja ein schöner. Willst du nämlich doch nicht floggen, Schatz? Schatz, ja, Vorsicht! Ja. Nicht, dass der Kleine da runterfällt. Müssen wir alle drei hier auf die Brücke? Weiter. Hä? Schatz, du. Oh! Ist das wackelig? Das dreht sich einfach mit. Auf, wo du hintrittst. Hallo. Hallo. Guck hin. Guck hin. Genau. Also wenn es um das Kind oder das Handy geht, ich halte das Kind, ne? Wollte ich nur mal sagen. Weil hier drinnen. Du hast noch eine Hand frei. Hier drinnen kriegst du dein Handy nicht wieder. Dein. Ja, ich soll irgendwo stürzen oder was, hä? Du hast noch Hand frei. Oh, Schatz, ich hab's geschafft. Zeig ich mal, wie das ist. Yay! Oh, jetzt warten wir auf Papa. Wir müssen auf Papa warten. Nein. Und los. Mit mir hier rum. Das hab ich drauf. Tada. Und weiter. Oh, schau. Papi. Oh ne, ich warte. Ich warte. Ich mach.
wir trauen sich nicht so. Habt ihr so freie Hunde? Freie Hunde. Hier ist noch eins. Das kannst du noch geben. Was gibt's in der Hand? Das kannst du geben. Hier? Ja, guck mal, hier ist noch eins. Guck mal, Emmy. Oh, Mama, hier. Mama, Mama, ist runtergefallen. Hier, ist runtergefallen. Hm? Jetzt kannst du noch mal geben. Echt? Lecker Eis. Schratzitöller Soft Eis. Internet Kaugummi. Und ich hab Karamell. Mhm. Hier sind ein paar die Wildschweine. Die haben jetzt schon mal einen Rucksack drin, weil ich denke mal, da wird für Klee schlafen. Es ist aber schon fast 15 Uhr und er hat noch keinen Mittagsschlaf gehabt. Wer schläft dann nochmal so ein halbes Stündchen? Ja. Stündchen. Mal gucken. Ja, gestern hat er gar keinen Mittagsschlaf gehabt. Und gut durchgehalten. Ja. Wir sind gerade komplett ohne Google Maps unterwegs im Wald. Das ist riesig. Und wir entscheiden jetzt einfach rechts, links. Ja, für Vermutungen. Vermutung, genau. Ja. Also wir haben uns ein bisschen verirrt. Ein bisschen. Wir wollen aber kein, also Google Maps funktioniert ja, aber wir benutzen es nicht. Einfach, weil wir einfach mal ausprobieren wollten, was so das Gefühl so sagt, ne? Wir schaffen schon an der Straße, also wir ja, sind gut dabei, wissen nicht sagen. Ganz. Wir sind nicht ganz orientierungslos. Ja, das geht. Aber mal gucken, wie weit wir noch kommen. Wir finden den Weg schon raus. Also, wir sind irgendwie hoffnungslos. Wir sind völlig falsch. Wir sind einmal über eine Brücke gelaufen, obwohl wir gar nicht gegangen sind am Anfang. Aber hier steht schon mal Bahnhof Konnewitz. Also, wenn wir jetzt in der Richtung gehen, dann kommen wir auf jeden Fall zum Bahnhof an, wo wir hingehen müssten. Ja, wir werden uns auf jeden Fall bei Maps doch gucken. Bei uns gibt es auch ein Brot, lecker Burger. Ich zähle natürlich auch die Hälfte. Oh, lecker, lecker. Wir haben hier gerade schon mal angefangen, Haare zu schneiden, aber ist noch nicht ganz fertig. Halt einfach nicht still. Oh, ich muss das unbedingt wieder von Jule machen. Bin ich so gut drin. Willst du mir das erklären? Ich würde dir was erklären. Na, willst du mir das jetzt erklären? Also, wir waren gerade bei Rooster und waren hier in Preisen gerade so ein bisschen shoppen. Haben uns einen neuen Teppich geholt, weil der Etienne halt schon ganz schön oft drauf gepullert hat. Und Daniel, den ich reinigen wollte, weil der halt nur 10 Euro gekostet hat. Und da haben wir gesagt, okay, wir holen uns einfach einen neuen. Ja, getan, haben wir gemacht. So, wunderschön. Haben wir auch noch einen neuen Pulli für Lea geholt. Ja. Wir waren noch schon auf Toilette mit Tietjen. Alles schick, er ist auch noch trocken. Und wir haben gerade, Daniel hat dann das Auto eingeräumt, ich habe Tietjen eingesetzt. Und er sagt so, ich muss noch mal pullern gehen. Hab mich schon gewundert, weil es so lange braucht. Er kommt mit einem grinsenden Lächeln her, hier rein, hält mir das hier vor die Hand. Und ich denke mir so, what? Oh, süß. Du holst mir einfach ein Handy. Es war ein Angebot. Es war letzte Woche. Das heißt auch nicht, dass du das Handy gleich holen musst. Es
Das wurde letzte Woche ein Angebot. Warte, wir müssen noch mal ein bisschen ausholen. Ich weiß nicht, ob das jeder gesehen hat oder wie lange die jetzt schon dabei sind. 6 Monate. Und zwar warte ich schon seit 6 Monaten auf mein altes Handy. Ich hatte so ein Oppo Find, so ein aufklappbares Handy. Und zwar hatte ich das Problem, dass es nur auf Englisch war. Ja, das hatte ich auch von Anfang an gewusst. Es war auch in Ordnung, alles schön und so. Das hat mich halt öfters nur genervt, weil ich Updates machen musste und ich nicht wusste, was ich drücken soll. Ich konnte mit manchen Begriffen halt nichts anfangen. So, zumindest nicht auf Englisch. Und ich wollte nicht immer einen Übersetzer anmachen, das war mir zu doof. So, mein Problem war bei dem Handy nicht das Englisch, sondern dass mein GPS nicht ging. Und das ist natürlich, wenn man Auto fährt und das damit anschließt, schon sehr ein großes Problem. Weil der hat einfach nicht gewusst, wo ich bin. Und wenn ich losgefahren bin, dann hat er ganz anders angezeigt, wo ich war. Und ich dachte, da bin ich nicht mehr. Ja, und ich habe dann entschieden, okay, also nee, du hast dann mit dem vom Support halt drüber gesprochen, weil das Handy ja relativ neu gewesen ist. Und die haben halt mit mehreren Sachen probiert, das wieder hinzukriegen. Und ging nicht. Dann haben die gesagt, okay, dann müssen wir es einschicken. Das hat dann so, die haben dann gesagt, das kann so bis zu 3 bis 4 Monaten dauern. Ja, wie gesagt, ich habe das jetzt halt schon fast 6 Monate halt gar nicht mehr. Und ich hatte in der Zwischenzeit halt immer das Ersatzhandy halt genommen. Das habe ich jetzt hier in der Hand. Ja. Gefällt dir nicht? Doch. Das Handy ist halt nur als Ersatz, das ist ein S10 und das geht halt wahnsinnig schnell alle vom Akku her. Das hat natürlich nicht so viel Speicherplatz, wie ich brauche für alles, was ich habe. Aber ich habe erstmal gesagt, okay, solange ich mein altes Handy nicht habe, holen wir uns kein neues. Jetzt hat er aber mir das. Ja, ich weiß. Und jetzt war es ein Angebot. Jetzt hat er mir einfach das Handy geholt, was ich mir halt die ganze Zeit ausgesucht habe, was ich halt die ganze Zeit haben wollte. Und wir hatten auch schon eine schöne Hülle geholt für das Handy, aber das heißt ja nicht, dass ich wollte erstmal das andere Handy haben, das verkaufen und dann das hier holen. Ja. Das gefällt dir nicht. Natürlich, aber du kannst nicht einfach ohne Absprache, kannst du nicht einfach was kaufen von einem so teuer. Wir haben gesagt, alles was über 50 Euro ist, besprechen wir. Du hast gesagt, du willst das so. Also ja, aber nicht jetzt! Nicht jetzt! Und ja, wenn mein Handy wieder da ja. ist, mein altes! Wenn das nächste Jahr da ist, dann brauchst du dir das nicht mehr holen, dann kannst du das neue holen. Jetzt will ich aber nicht! Ich will nicht immer das Neueste haben, so wie du! Na? So, gut! Alles klar! Jetzt ist es so, ja, wir fahren jetzt nach Hause und ich packe das dann zu Hause aus. Dann musst du es mir noch einrichten, weil ich will das ja morgen auf Arbeit mitnehmen. Ich denke, du bist morgen zu Hause. Ich habe nur einen Tag mobiles. Jetzt zieht er sich trotzdem die Socken aus. Ja, unser neuer Teppich, da ist er. Auch mal ein anderes Muster. Ja. Hat auch nur so knapp 10, 20 Euro gekostet. Hä? 16. 16, naja. Pass. Jetzt macht die Tien auch. Oh, pass auf, Schatz, pass auf! Hilfe! Nochmal. Mama. Wow. Hat er sich gerade erschrocken? Ist immer noch nicht laut genug, ne? Willst du es besser? So, Mami. Ich brauch mal ein Cuttermesser oder so. Brauchst du nicht, jetzt siehst du das ab. Ja, ich krieg das trotzdem nicht ab. Trotzdem kriege ich das hier nicht ab. Du machst es mir mal ab. Okay. Meine Nägel sind doch noch fast für was gut.
Achso, das ist mein Handy. Ja, das? Mhm. Oh, wie schön. Das ist mein Handy. Du wolltest es so. Ich weiß. Ich will nicht sagen. Ich will es noch nicht machen. Ach, aber keine Schutzfolie. Ja, doch, haben wir doch alles da. Wir haben Hülle, Schutzfolie, alles da. Hier ist auch noch eine Folie, oder? Oder ist das einfach nur dieses Off-Clear-Ding? Nur das Off-Clear-Ding. Aber es kann sein, dass hier vielleicht eine Folie drin ist. Was ist das? Ein Kratzer? Ah. Nee, ist das auch eine Folie. Ich auch. Gut. Schatz, dein Sohn muss noch hin. Ist das jetzt eine Folie oder ist das das Handy? Das ist das Handy, oder? Oder ist das eine Folie? Nee, das ist die Sandy Schatz. Oh, boah, das guckt nicht. Nee, hier ist doch eine Folie, oder? Na, eigentlich ist da eine Folie drüber. Ja, oder? Das ist doch eine Folie, oder? Ich kann nicht da hochklappen. Ja, das ist eine Folie. Okay, wir richten das mal ein, bla 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 und so weiter. Nein! So, Handy ist ausgepackt und in der Hülle. Das ist meine Hülle. Die hat er mir Daniel, glaube ich, selber ausgesucht. Ich fand die so schön. Die ist wirklich cool. Dann habe ich hier so ein Teil. Kann ich es schön hinstellen oder halt festhalten. Und ich habe ein süßes Band. Die Klutze. Ja, Etienne hat gerade eben auf den neuen Teppich gepullert. Er hat nichts gesagt. Es lief einfach nur. Ich habe ihn gerade noch rechtzeitig runtergenommen, bevor er alles nass gemacht hat. Es hat nur ganz wenig. Mama! Was machst du denn? Bisschen falsch, oder? Man sieht, ich habe seine Haare geschnitten, aber man sieht, dass ich nicht weit gekommen bin. Hier habe ich angefangen und hier hat er mich nicht mehr angelassen. Nein. So, wir sind, wir wollen malen. Und zwar habe ich schon mal alles vorbereitet. Eine auf. Da ist die Farbe. Hier habe ich ein bisschen Glitzer. Eine auf. Natürlich. Du musst aber noch dein Zeug anmalen. Ja, hier habe ich etwas dickeres Papier geholt. Also ich habe das immer da. Heute machen wir einen Maltag. Draußen ist nämlich ganz schön dolle windig. Und ja, Papi ist eh noch nicht da. Und deswegen, boah, Etienne ist ganz aufgeregt, seht ihr ja. So, jetzt können wir, wo sind die Pinsel? Da! Nee, die Pinsel, das sind die Farben. Wo sind die Pinsel? Ach, du hast die da unten hingeschmissen. Guck mal, hier sind die Pinsel. So, das ist dein Pinsel. Guck mal, das ist dein Bild. Und jetzt musst du erst Wasser. Erst Wasser, hier rein. Warte, nein, 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 warte. Wir müssen erst hier rein. Und dann muss man hier rein. So, jetzt Etienne, erst ins Wasser. Nee, nee, andere Seite. Guck mal, hier ist der Pinsel. Halt fest. Hier rein. So. Und dann hier rein. Ja, prima. Und dann kannst du malen. Wow. Schön. Nochmal. Schon mal sauber machen. Da. Da kannst du jetzt. Oh. Wow! Guck mal, Mama nimmt rot. Du möchtest auch rot. Oh, gucke! Wow! Pass auf, Mama malt jetzt einen Bus. Mit schwarz. Natürlich. Guck hier, ein Kreis. Jetzt malt die Tieren einen Kreis. So. Was möchtest du? Was für eine Farbe? Das ist blau. Das blau willst du haben? Hier musst du erst einen Pinsel reinmachen. Hier rein, warte.
erst sauber machen. So, und dann kannst du in Blau gehen. Blau. Nein, 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 du hast schon. Du hast, nein, oh, süß. Mäuschen. Rummanschen, das ist dein Ding, hä? Guck mal hier. Guck mal, Mama malt einen Bus. Mama malt einen Bus. Noch ein Rad. Und hier. Warte. Hier auch. Warte. Hier auch. Warte. Warte. Und jetzt drauf. Hier drauf. Für Mama? Mama auch. Hier? Machst du so? Hier rein. Und jetzt Mama möchte lila. Mama möchte diese Farbe. Ey, au! Machst du bei Mama? Machst du bei Mama? Mama möchte das. Nochmal. Das. Mama auch, ja? Das hier? Hello. Nee, Mama möchte die. Nein! Nein! Mama möchte lila. Lila. Mama möchte lila. Ja, oh, prima. Und die Finger auch. Oh, wow. Warte, pass auf. Und jetzt? Macht das Kille Kille? Macht das Kille Kille? Nein. Das ist rot. Rot. Rot ist das. Genau, das ist rot, was du hast. Warte, 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 noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Nein. Warte, noch nicht. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. So, und jetzt hier drauf. Hier, hier drauf. Und los. Ganz doll. Fest. Fest. Haut hoch. Oh, wow, schön. So, und pass auf jetzt. Jetzt machen wir hier nass. So, hier, jetzt ist da nass. Pass auf, pass auf, pass auf. Warte. Und dann kannst du hier Glitzer drauf machen. So. Ja. Warte, warte, warte. Ein bisschen Zack. So, jetzt kannst du hier drauf machen. Pass auf. Hier. Da. Warte, noch nicht. Nein, noch nicht. Das funktioniert so nicht. Warte, warte, warte. Nein, nein, nein. Warte, warte, warte. Nein. Wollen wir einen Bus malen? Was?
ein Bus. Aber wir sind malen. So, ein Bus malen. Guck mal hier. Los. Wir malen einen roten Bus, okay? Los. Mama malt doch schon. Los. Ja. Los. Mama malt ein Bus. Ein roten Bus mit Glitzer. Oh oh. Los. Mama macht das schon. Los. Was machst du denn? Hast du mal aus? Da. Hello. Ach so. Und jetzt komm her. Oh oh. Schnell heb auf. Schnell heb auf. Ist eine Farbe, ist nicht so schlimm. Hallo. Meine Ort. Oh je. Jetzt sind die alle ganzen Farben runtergefallen. Oh oh, hast du kaputt gemacht? Jetzt kann man nicht mehr malen. Kitzelt das? Das kitzelt. Das. Das. Warte, warte, noch nicht. Warte. 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 Was? Warte. Warte. So. Und jetzt draufstellen. Und jetzt. Warte. Denn. Oh, wow! Wie schön! Lass den Fuß hier drauf. Wow! Cool! Lass den Fuß hier drauf. Guck mal hier! Wollen wir noch deinen Namen draufschreiben? Ja. Und das Datum schreiben wir auch noch drauf. So, ab. Und dann machen wir jetzt Glitzer drauf. Pass auf. So. So. Und dann ist Glitzer drauf. Oh, gucke mit Glitzer. Wow. Da. Wow, cool. So, jetzt machen wir noch deinen Namen, deinen Tag heute. Bleib sitzen. So, Etienne wird gerade geduscht. Er hat sich total gefreut, seine Bilder Papa zu zeigen. Oh, die sind gerade fertig. Und ich mache gerade noch ein bisschen Haushalt. Mama. Küche noch ein bisschen sauber. Mama? Ich kann gerade dich schlecht zeigen. Hallo! Mama! Hallo! Unmöglich. Ich mache gerade noch ein bisschen Haushalt. Hier ist nämlich noch einiges liegen geblieben. Vom Abendbrot machen und sowas. Und vom Einfrieren. Und dann gibt es bei uns einfach heute nur ein bisschen chinesische Nudeln. Etienne hat schon den Rest von gestern gegessen, deswegen muss ich das noch aufräumen. Das steht da noch. Er hat nicht wirklich viel gegessen. Und dann trinken wir Right Rum und Cola dazu einfach. Das mache ich jetzt gleich fertig. Aber ich muss erstmal den Spüler ausräumen, den ganzen Zeug reinmachen und Papi muss ich noch umziehen. Essen gemacht. Guten Appetit!
Anfassen? Oh, das muss ein bisschen heiß sein. Oh nein! Alles okay? Ja, du spuckst aus. Spuck's aus, wenn es zu heiß ist. Gottchen. Alles wieder gut? Ja. Ja, musst du pusten? Das hier oder das andere? Okay. Hier trinkt man was. Oh je. Yeah. Ich wollte eigentlich nur piep, piep, piep filmen. Anfassen? Anfassen. Anfassen. Nee, hier? Papa. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Jeder ist so viel er kann, nur nicht seinen Nebenmann. Guten Appetit. Es gibt Krautgulasch mit Kartoffeln. Lecker. Schmeckt gut? Oh, Schatzi. Das ist noch viel zu heiß. Wir müssen jetzt ein bisschen spazieren. Und gucken, dass wir noch ein paar Pferde treffen, die wir füttern können. Mit natürlich Lea, Trixi. Haben wir gar nicht erzählt? Ja, wir haben jetzt Trixi. Warum? Doch. Haben wir erzählt? Ich glaube ja. So? Ja, wir passen ein paar Tage auf, weil der Opa im Krankenhaus ist. Und da muss ich jemand vom Zimmer. Und deswegen sind wir. Wir sind da. Komm. Guck mal, da ist ein Pferdchen. Wo willst du hin? Da? Willst du füttern? Einen wunderschönen guten Abend, kann ich aber nicht sagen. Ja, für uns ist abends und ich gucke gerade noch ein Filmchen. Dann hat kurz jetzt geschnitten und ja. Wir sind am Ende angelangt, nach einer halben Stunde. Oh, ziemlich lang. Hast du alles drin gelassen von deinem Sommer? Oh Gottes Willen. Also danke. Ich habe ja gesagt, du sollst ein bisschen schneiden, weil das viel zu lang gewesen wäre. Ja. Wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr seid nicht bei uns. Wir sind bei euch.